Hallo, ich begrüße die Live-Community heute aus dem Jenaer Nahverkehr, aus seinem Herzstück, aus unserer Werkstatt, die wir Ihnen heute vorstellen wollen und Ihnen zeigen wollen, wie es hinter den Kulissen zugeht. Ich bin Steffen Gundermann, einer der beiden Geschäftsführer des Jenaer Nahverkehrs und grüße Sie auch hiermit herzlich von meinem Kollegen Andreas Möller. Wir beide zusammen führen diesen Jenaer Nahverkehr, sind verantwortlich für den ÖPNV hier in Jena. Unser Unternehmen hat dazu 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen, um ÖPNV in Jena zu ermöglichen. Wir benötigen, um im letzten Jahr 22,5 Millionen Fahrgäste zu befördern, 38 Straßenbahnen und naja, so 40, 44 Busse, die wir täglich im Einsatz haben, 24 Stunden. 24 Stunden lang oder 24 Stunden fahren lassen. Und das bedeutet natürlich im Hintergrund ganz, ganz viel Arbeit an Wartung, Reparatur, Pflege von Fahrzeugen, sodass sie für unsere Fahrgäste täglich im Einsatz sein können. Das wollen wir Ihnen heute näher bringen, Ihnen zeigen, was so hinter den Kulissen passiert. Und dazu begrüße ich meinen Kollegen Ingo Schulz, der Ihnen diese Werkstatt in der nächsten Zeit einfach mal von innen vorstellt. Hallo, auch einen schönen guten Tag von mir aus der Straßenbahnwerkstatt in Jena. Wie gesagt, mein Name ist Ingo Schulz, ich bin Teamleiter der Straßenbahnwerkstatt und verantwortlich für die Wartung und Reparaturen unserer Straßenbahnfahrzeuge. Wir sind zwei Teamleiter, mein Kollege und ich, und teilen uns in 22 Mitarbeiter auf, die im Zweischichtsystem je 10 Mann pro Schicht bei uns tätig sind. Ich will euch heute mal zeigen, was wir hier so machen. Dazu gehen wir mal unter das Fahrzeug und ich erkläre mal kurz so die Handgriffe einer normalen Wartungsdurchsicht. So, wir befinden uns jetzt unter dem Fahrzeug. Wir fangen an mit einer ganz normalen Sichtkontrolle. Die fängt bei diesen sogenannten Losrädern an. Wir schauen, ob die Radreifen fest sind, ob die Spurkantschmierung funktioniert, die dafür verantwortlich ist, um den Verbrauch von den Radreifen gering zu halten und das Quietschen in den Kurven zu verhindern, was manchmal zu hören ist. Die Sichtkontrolle geht weiter über das Fahrwerk, über die sogenannten Schienenbremsen. Die Schienenbremsen sind Zusatzbremsen, die elektromagnetisch funktionieren. Im Endeffekt wird in einer Spule Strom erzeugt. Der wird von der Schiene angezogen wie ein Magnet und das ist die sogenannte Zusatzbremse. Weiter geht es dann zu den sogenannten Treibrädern. Hier wird auch ganz normal nach den Radreifen geschaut, nach den Sandausläufen und nach dieser Hohlwelle, die die beiden Treibräder verbindet, über ein Getriebe. Vom Getriebe geht es über die Kardanwelle hin zum Motor, der das ganze Wagenteil antreibt. Der Motor hat 100 PS. Und besitzt an seinen Planschen eine Feststellbremse. Die Feststellbremse ist quasi wie eine Handbremse am PKW. Unsere hat nur die Besonderheit, dass sie bei 3 km/h sich automatisch einlegt. Das wären die groben Komponenten an diesem Wagenteil. Da so eine Straßenbahn aus 3 Wagenteilen besteht, sind die anderen 2 Wagenteile identisch. So ist dieser Arbeitsgang abgeschlossen. Bewegen wir uns dahin in den Innenraum vom Fahrzeug. Das werden die
Sandbehälter kontrolliert, Sitzbezüge, die Fahrerkabine. In der Fahrerkabine werden Blinker, Licht, alles was so dazugehört zum Fahren kontrolliert. Ja. Danach geht es ganz einfach auf diesen Dacharbeitsstand. Im Dacharbeitsstand ist die Besonderheit, den müssen wir vorher vom Strom abschalten. Darauf wird die Fahrleitung ausgeschaltet. Und nach 3 Minuten erscheint das grüne Licht, Fahrleitung geerdet. Das bedeutet, dass alle Kondensatoren auf dem Fahrzeugdach entladen sind. So, auf dem Fahrzeugdach sind die großen Hauptkomponenten vom Fahrzeug. Befindet sich einmal eine Klimaanlage, die zu den Fahrerständen gehört. Da wir ja in den Fahrgasträumen keine Klimaanlage haben. Des Weiteren befindet sich die Heizung und Lüftung für den Fahrgastraum sowie die Antriebstechnik noch auf dem Dach. Das Ganze wiederholt sich bei diesen restlichen 2 Fahrwerken, Wagenteilen genauso, so dass das alles analog ist. So, auf dem Dach gehört noch der Stromabnehmer dazu, der das ganze Fahrzeug zum Fahren bringt und den Strom aus der Oberleitung auf das Fahrzeug abgibt. Ist das beendet, gibt es noch die Sache, dass die Filtermatten gewechselt werden in den Klimaanlagen sowie in den Heizungen und Lüftung der Fahrgasträume. Das ist, wie gesagt, diese Arbeit abgeschlossen. Gehen wir nach unten und können den Fahrdraht wieder einschalten. So, das war im Groben und im schnellen Durchlauf eine normale Kontrolldurchsicht an einem Straßenbahnfahrzeug. Wir besitzen von diesem Typ 33 Fahrzeuge. Das ist der Typ GT6M von Bombardier. Hatten eine Lieferzeit von 1995 bis ca. 2003 für alle 33 Fahrzeuge. Seit 2013 besitzen wir noch den Typ Solaris, der hier steht. Solaris ist ein polnischer Hersteller. Und ja, wie gesagt, seit 2013 sind die bei uns, sodass wir auf 38 Straßenbahnfahrzeuge bei uns in der Werkstatt kommen und im Fahrdienst natürlich. So, wir könnten mal rüberschwenken und gehen zu einem Reparaturarbeitsplatz. An dem Arbeitsplatz zum Beispiel werden Fahrwerke aufgearbeitet, repariert und instand gesetzt. Großkomponenten sind das Wechseln der sogenannten Radreifen. Das ist quasi wie der Gummireifen im Pkw, nur bei uns ist das aus Stahl. Wechseln der Räder komplett. Reparaturen und Instandhaltung an den Bremsanlagen sowie an Stoßdämpfern, Schienenbremse und Getrieben. Diese werden bei uns abgenommen und wenn sie defekt sind, zur Reparatur geschickt, weil wir das leider nicht selber machen können. So, das war im Groben mal unsere Werkstatt. Wie gesagt, wir haben dann noch eine Buswerkstatt und im Nachbarraum noch eine Waschanlage. Ja, größer sind wir leider nicht.
So, liebe Live-Community, jetzt haben wir Ihnen mal gezeigt, wie es unter der Bahn aussieht, wie es obendrauf auf der Bahn aussieht, was so ein Drehgestell macht und wie das aussieht, wenn es ausgebaut ist. Ich hoffe, es war interessant für Sie, für euch, das mal zu sehen, was in so einem Herzstück eines Verkehrsunternehmens passiert. Wenn Fragen sind, stehen wir natürlich über Facebook und gern noch zur Verfügung, um diese zu beantworten. Ansonsten freuen wir uns, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie einen guten Eindruck von uns bekommen haben, wie Nahverkehr, wie Straßenbahn oder wie die Werkstatt einer Straßenbahn wirklich arbeiten. Und freue mich, wenn es gefallen hat, und verbleibe mit vielen Grüßen hier aus dem Jenaer Nahverkehr, aus der Kessler Straße, und freue mich auf weitere Fragen. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal oder dann auch mal vielleicht live hier vor Ort, wenn wir sowas mal live anbieten, zum Beispiel zum Tag der offenen Tür hier beim Jenaer Nahverkehr. Tschüss!